Willkommen zurück zu Let's Plays The Oath and Fel'Garner. Lange, lange ist es her. Ich muss euch ehrlich was sagen. Dass, die folgenden Szenen sind für Nutzer unter 8. Nein, Quatsch. Die folgenden Sachen habe ich bereits alle gemacht, also. Will heißen. Die nächsten, sagen wir mal, 20 Minuten sind Sachen, die ich schon kenne. Ihr könnt euch denken, warum. Aber ich glaube, ich habe endlich das Problem gefunden, warum meine Aufnahmen die ganze Zeit einfach kaputt gehen. Ich befürchte, es liegt an. Trommelwirbel. DirectX 9. Was soll's. Gerade vorhin habe ich es getestet. Müsste jetzt laufen. Wie habe ich es getestet? Sag mal so, ich bin das Level 43. Und wie ich bereits weiß, kommt hier ein netter Boss. Richtig, Lord McGuire. Nein, Quatsch. McGuire ist ein... Richtig, ein Vollidiot. Und der will sie natürlich aus einem rausreden, weil es ein... Naja, was ist das? Darf man sowas sagen? Darf man das sagen? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Egal. Chester ist nicht ganz so begeistert. Denn Chester will seine Rache. Blut. Für den Blutgott. Aye, Schädel für seinen Thron. Naja. Aber ich bin ja da, um McGuire, den lieben, netten Familienvater, zu beschützen. Vor Chester. Chester mit den zwei Schwertern. Eins sieht cool aus. Und das andere sieht eigentlich auch cool aus. Hey, hey, hey. Immer langsam. Okay, sagen wir so. Ich kenne den Bosskampf schon. Ich habe keine Ahnung, ob ich das diesmal jetzt aufs erste Mal schaffe. Er ist nicht so schwer. Er ist jetzt aber auch nicht ultra leicht. Also er hat eine Reihe von Moves, die er praktisch macht. Also einer ist der, den Double Magic Missile Angriff. Der andere ist der hier, der ist super duper schwer. Der super duper schwer, wenn er den macht, kann ich ihn angreifen. Ansonsten ist es immer sehr riskant anzugreifen. Dann hat er diesen Sprung, den er gerade gemacht hat. Bei dem er dann die Orbs schießt, wenn er auf den Boden aufkommt. Dann hat er Nahkampfangriff, wenn er zu nah rankommt. Und dann hat er noch dieselbe Aufladeanimation wie bei dem Speerangriff. Allerdings kommt ein Energieschild. Zumindest ist es so in Phase 1. Selbstverständlich hat er mehrere Phasen. Was sonst? So, Phase 2 kommt, glaube ich, bei der Hälfte des Lebens. Ihr merkt, wenn Phase 2 kommt. Jetzt? Jetzt. Phase 2, er teleportiert sich rum und ist einfach scheiße. Oh, die Fähigkeit habe ich übrigens noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie so lange auf sein Schild eingetroffen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kannst du es mal lassen. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Hopp. Und da ist mein Fester. 870 Leben. Ich muss sagen, jetzt mit einem Level mehr ist der Bosskampf so viel einfacher. Ich kriege einfach keinen Schaden. Er war einiges schwerer auf Level 42. Ich weiß, ihr wollt mich leiden sehen, aber leider habt ihr dieses Mal Pech. Dazu ein Angriff hat nicht 10 Schaden gemacht, sondern keine Ahnung. 30. Komm her. Und stirb. Mann, einfachster Bosskampf meines Lebens. Es ist witzig. Das ist so eine Sache, die gibt es in Ys, aber die gibt es auch in anderen Spielen. Ein Level mehr macht so einen Unterschied. Plötzlich wird ein Bosskampf von, oh, das schaffe ich nie zu. Mann, war das einfach. Okay. Ich speichere. Und zwar hier. Da stand aber Genos Island. Ja.
Was habe ich gesagt? Das nächste Kapitel ist Jenna's Island. So weit bin ich gekommen. Ich weiß nicht, wo ich die ganze Erfahrung hier hatte. Oh mein Gott, wir sind auf der Turmspitze. Stirb, Schurke. Bitte, ich bitte dich. Pathetic Worm. Ach, Chester, du bist so freundlich. Du bist so ein Menschenkenner. Da wird einem richtig warm ums Herz. Nicht. Halt, Chester! Halt, Chester, nochmal! Ah, Chester, du darfst sie nicht töten. Sorry, aber... Jeder ist dagegen, sogar Elena, die plötzlich auf diesem Turm ist. Das heißt, sie ist durch den Glockenturm gekommen. Und durch den Dungeon vorher. Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Durch die Burg, dann durch den Keller... Und dann durch den Glockenturm an all den Monstern vorbei. Oder sie hat sich mehr teleportiert. Sie, Elena, erinnert sich an alles. Es ist so traurig. Sie weiß wieder, was passiert ist. Sie weiß wieder... Oh nein, Familie, Freunde, alle tot. Ja. Ist echt schade. What? They are not here anymore. Ja, das liegt daran, weil sie tot sind. Ja, genau. Okay, aber das ist doch mal ein Happy End. Die Rache wird vergessen, McGuire wird überleben. Und die Monster werden verschwinden, weil McGuire weg ist. Und die Siedlung, der wird's auch wieder gut gehen. Alles wird gut. Oder auch nicht. Dam, dam, dam! Ein Erdbeben. What was that? Ich find's schön. Ja, einfach mal. Das musst du gewesen sein. Du, der so erbärmlich aussieht. Ich bin keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das für Statuen sind. Ich hab nur gemacht, was der da mir gesagt hat. Wer ist der da? No, that would be me. Bishop Nicholas? Oh ja. Na, Count McGuire, Ancestor, your love, done splendidly. Everything is proceeding according to plan. By the time you heard, it signals that the power of the statues has been conferred to the one true god, Cthulhu. What? Bishop, what are you talking about? I thought you were helping me exact my revenge. Well, of course, since we're in collusion, I explained to you the secret of the clock tower of Cthulhu. And you place the statues in the proper spot, just as I instructed, okay? Now their power has been drained and infused into the spirit rain that runs beneath this island. The four streams shall meet deep below the rocks of Jenna's Island in the Liath, where they unite as one and awaken our Lord and Savior, Cthulhu. No! The dark mist flooded the castle is merely a byproduct of the divine flow of energy, okay? So, I say you achieved your original intention quite admirably. Wouldn't you agree? Okay? Wait, wasn't Galba destroyed a long time ago? Wait a second! I find it highly amusing that the descendant of Venus would be so naive about the nature of Galbalon. I mean Cthulhu. Is that? Preposterous. An ancient being like that? An ancient one? No. No, he was simply drained of the power, cut to pieces, and forced into a wretched sleep in Relia. Keine Ahnung, wie man's ausspricht. But that all ends now. This world will once be again be under the watchful eye of a great and mighty ancient one, Cthulhu. Bishop, you're a man of the cloth. How can you say such blasphemous things?
I cast off those outmoded beliefs long ago. I, Nicholas Garland, seek a true ancient one with true power. Some mythical deity invented to scare children. Okay? I must say, Chester, my plan would never have succeeded so spectacularly were it not for your purity vengeance. Okay? I extend to you my deepest gratitude. Okay? You! Beep! Damn, his shield! I did not expect this. I guess I have to switch to my other hand. I'm a right-hander, bitch. Right-hander, I'm right-hander. Oh, I know that man. Prepare to die. Now for 1999 in Steam Store. What else? Das sieht so underwhelming aus einfach. You don't have the power to properly wield a sword, you fool, okay? You have no red hair, you fool. Oh, now it's your turn to try and win, is it? Very well, Otto Christian. Perhaps you can offer me a worthy challenge, okay? Let's find out. Okay. Okay, kein Ding. Dich besiege ich locker, kleiner Mann. Holy shit! Es ist Nicholas Garden, the Deceptive Heretic. Oh, oh. Yeah. Oh. Oh nein, ich bin tot. In meinem Leben. Just kidding. That's it. And you thought you were to be the next general. Okay. You're coming with me, Chester. There's still one duty you must fulfill, okay? Your people healed Cthulhu away, and the children must suffer for the sins of their fathers, okay? Never! Wait, please, if you need a descendant of Turnus, then take me, not my brother, okay? How touching. Such love between brother and sister. Very well. Bring her. Dueler? Keine Ahnung. Was weiß ich. Eigentlich sind es ja... War das von Entwicklerstudio nicht französisch? Dulon? Chester? Schwester. Oh no. Ich weiß es nicht. Adel. Gerlon. Well then, gentlemen. I bid you adieu. I hope you're looking forward to Cthulhu's revival as much as I am. See you later, alligator. Nein, er ist entkommen. Adel, wie konntest du ihn nur entkommen lassen? Keine Ahnung. Jetzt ist es halt so. Okay, aber jetzt mit dem Bösewicht entkommen und Chester im Halbkoma und der kleinen Elena weg. Was machen wir? Richtig, wir rufen die zwei Typen, ja, zwei einzigen Leute in der Stadt, die was machen. Und die sollen sich ausdenken, was wir machen. Redmond cannot survive much more of these monsters. Dear Lord, hear my prayer. Let's not bother Cthulhu, God, just yet. Man's time is far from over. To victory and beyond. For the God Emperor. Was? Bernhard. Ja, Bernhard ist immer da, wenn man ihn braucht. Also, eigentlich nicht, aber Bernhard ist auf jeden Fall immer mal wieder da. Und Bernhard ist irgendwie cool. Wie heißt der Anna? Dogi. Dogi ist auch ziemlich cool. Aber Dogi ist meistens immer nur so für eine Szene da. So. Was traurig ist. Hat er eigentlich dieses Spiel schon irgendeine Wand zerstört? Dogi the Wallcrusher? Keine Ahnung. Wenn nicht, macht er bestimmt noch. Er hat schon eine Wand zerstört, oder? Er hat mich doch aus einer Höhle rausgeholt, oder war das im letzten Spiel?
Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass es in Ark auf Nafistim halt war. Oder Nafistim? Nafistim. Nafistim. Ach. Ich meine, es ist ja trotzdem Englisch. Naja, reden wir doch mal wegen mit den Leuten. Remember, remember, you're facing evil here. Ja, es ist gefährlich. Die ganze Sache ist gefährlich, könnte man sagen. Egal, wir gehen jetzt erstmal Jester besuchen. Vielleicht hat er noch was für uns. Keine Ahnung. Zum Beispiel so ein super duper Überschwert, mit dem man sein Schild zerstören kann. Please take this sword. Yeah, brave sword. Also wenn wir nicht mutig genug sind, dieses Schwert ist es für uns. Es wurde durch die Generationen durchgebracht. Bla 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 bla. Please save my sister, save Elena. Boom, I'm dead. Quatsch, der schläft bloß. The fabled holy sword once wielded by Genos himself. Und weil wir das Schwert gewechselt haben, haben wir unsere Rüstung ausgezogen. Richtig, das macht Sinn. Hier ist niemand. What happened? So, in Elenas Haus ist bestimmt Elena. Nicht. Okay, ein Haufen Leute wird in der Kirche sein. Ja. Wisst ihr was? An den Punkten machen wir Schluss. Ah, fürs Erste natürlich. Und das nächste Mal gehen wir dann, sprechen wir mit den Leuten und gehen dann endlich auf Genos Island ins letzte Kapitel. Ich hoffe, die heutige Serie hat euch Spaß gemacht. Es hat wirklich gedauert, wieder was zu machen. Aber, naja. Was soll's. Jetzt geht's nämlich weiter. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.